Kennen Sie Mannheim? Macht nichts. Mannheim ist eine kleine Industriestadt zwischen Ludwigshafen und Heidelberg gelegen, bekannt für seinen Export hochwertiger Popmusik. Das ist der Himmel über Mannheim. Heute blau, morgen blau. Das ist eine Einbahnstraße und das ist das Wahrzeichen von Mannheim, der Wasserturm. Genauso bekannt sind übrigens die Söhne Mannheims, eine Popband. Und wenn Sie wissen wollen, woher die kommen, dann kommen Sie mal mit. Unweit vom Wasserturm liegt nämlich die Kunsthalle. Denn Mannheim ist nicht nur eine Industrie, sondern auch eine ausgewiesene Universitätsstadt mit großem kreativen Potenzial. Und gegenüber der Kunsthalle liegt schließlich die Max-Hachenburg-Schule. Ehemals für Knaben, also für die Söhne Mannheims, womit dieses Geheimnis auch gelüftet wäre und wir uns mal dem Tatort nähern. Dort finden sich jede Menge Hinweise auf die Lernplattform Moodle, eine Tagung für Lehrer und dieser Herr dürfte Max Hachenburg sein, Ehrenbürger der Stadt Mannheim und Ehrendoktor der Wirtschaftshochschule Mannheim und der Universität Heidelberg, einer der bedeutendsten Wirtschaftsanwälte der Weimarer Zeit. Zwei Stockwerke höher herrscht bereits reges Treiben. Mehrere Dutzend Lehrer und andere Pädagogen geben sich die Klinke in die Hand und hier entdecken unsere drei Interviewer auch schon René Scheppler. Fragen wir ihn doch einfach mal, was er von diesem Tag erwartet. Ich erwarte mir neue Einblicke in Moodle und viele Kontakte und Erfahrungen von anderen. Denn es ist meistens so, dass man mit seinem eigenen Moodle so ein bisschen rumwurschtelt, aber andere Leute andere tolle Ideen haben. Und da einfach so ein paar Sachen zu hören und wieder nach Hause zu fahren und zu sagen, hey, sowas könntest du vielleicht auch mal ausprobieren. Ich glaube, dafür bin ich hier richtig. Vielen Dank, Herr Scheppler. Und Sie werden recht behalten mit Ihrer Vermutung. Denn die zahlreichen Workshops und Vorträge, die sich nicht nur, aber primär um Moodle in der Praxis drehten, boten jede Menge Stoff zum Mitschreiben, zum Mitnehmen und natürlich der Platz für den informellen Austausch und die persönliche Begegnung. Und Moodle und Lernplattformen, Online-Lernen ist jetzt für mich der logische nächste Schritt. Draußen an den Schulen ist die Resonanz noch nicht so gut, wie wir uns das erwünschen. So, hier haben wir das Programm ganz kurz, dass Sie wissen, was auf Sie zukommt. Damit man merkt, das Engagement, das, was ich hier an Arbeit reinstecke, ich bin nicht allein. Und im zweiten Punkt möchte ich, dass Sie natürlich möglichst viele Anregungen, neben den Kontakten, Anregungen, Tipps bekommen, um diese Geschichte in E-Learning, Blended Learning weiter voranzubringen. Ich möchte einfach These wagen, dass mobile Endgeräte in der Schule in den nächsten 3 bis 5 Jahren Normalität werden. Es gibt ja noch Schulen, bei denen die Schüler noch nicht mal das Notebook im Unterricht benutzen. Das zeigt schon vielleicht die Bandbreite, wo wir uns derzeit befinden. Sie haben schon mit Moodle gearbeitet. Ja, ich habe mit Moodle gearbeitet, aber ich habe im Moment keine Chance, daran weiterzuarbeiten. Das finde ich schade, aber die technischen Möglichkeiten in unserer Schule sind jetzt erst gegeben, dass ich vielleicht im nächsten Jahr wieder einsteigen kann. Nein, bitte. Gut, okay, das wollte ich nur wissen. Und das mit dem Feedback und Reflektieren, da haben sogar die Seminare und die Unis im Moment noch massive Probleme. Und ich darf den Leuten mit sowas erst gar nicht kommen. Ich gehe das Ganze praktisch an. Die konsequente Praxisorientierung war allenthalben zu spüren. Ohne Scheu wurde auch ein Skype-Livestream mit Moodle-Erfinder und Entwickler Martin Duglemers in Australien installiert, der hier gerade vergeblich versucht, sich vor allzu neugierigen Blicken aus Mannheim zu schützen. Und so verging der Tag wie im Flug. Die zahlreichen Vorträge und Workshops waren gut besucht, einige davon haben wir online gestellt, darunter auch ein exklusiver Ausblick auf Moodle 2.0. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch unser Reporter-Team vorstellen. Hier in typischer Redaktionsmanier und hier in der üblich zurückhaltenden Schultrance. Sie sehen, es gibt noch viel zu tun, um die Schüler und Schülerinnen ins 21. Jahrhundert und in die Wissensgesellschaft zu begleiten. Soweit aus Mannheim.
Hier nochmal die offizielle Moodle-Seite der Veranstalter und mit der Einblendung sämtlicher Referenten verabschiede ich mich aus den Quadraten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleiben Sie uns gewogen und nicht zuletzt tragen Sie die Nachricht weiter. Es geht voran.